Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 6. Ja, wir sind in Trenzeg, den belagerten Trenzeg. Wir haben die Rune und das Mantra, das wir besorgen sollten. Wir haben alle mittlerweile in den Plan eingeweiht und das war ja eine Tortur, habt ihr ja in den letzten zwei Folgen gesehen, die alle zu finden. Jetzt müssen wir noch mit, wer heißt da? Witsaber reden. Und das wollen wir mal machen. Dann sagen wir, dass alle eingeweiht sind. Verhüllte Fremde haben wir ja schon. Belagerung. Okay, wir alle werden alle Anweisungen. Sie warten jetzt nur noch auf das Signal. Alles klar. Sehr schön. Das müsste jetzt hier drin stehen. Belagerung von Trenzeg. Whitesaber wird den Anweisungen, um die Belagerung zu beenden, Folge leisten. Dann springen wir mal hier raus und gehen zu den anderen zurück. Und ich schätze, dafür muss ich wohl ein Dings machen. Wir gehen in den Thronsaal und dann schlafen wir erstmal noch eine Runde. Irgendeiner unserer Leute hat sich ja beschwert gehabt, dass er das nach Rast angebracht wäre. Den wollen wir doch mal Folge leisten. Okay, Iolo steht direkt in Lord British drin, aber naja, das soll uns jetzt nicht kümmern. Wie spät ist eigentlich? Sechs Uhr. Müsste es doch eigentlich bald auch losgehen mit dem Essen abends. Oder irre ich mich jetzt gerade? Die decken jetzt auch schon den Tisch. Speichern wir mal kurz ab. Bevor wir dann schlafen gehen, hätte ich einfach vorgeschlagen, dass wir kurz warten, bis es Essen gibt. Das war ja wirklich nicht so lang. Und dann können wir ja schlafen gehen. Würde ja eigentlich ganz gut passen. So. Oh. Da liegt schon Zeug rum. Ist zwar wahrscheinlich für die Hunde, aber wir können es ja trotzdem mitnehmen. So, dann. Kann man nicht mit ihm reden? Nee, im Moment gerade nicht. Komischerweise. Doch, jetzt geht's. Etwas Besonderes. Und perfekt. Das hat sich doch jetzt gelohnt. So, dann können wir jetzt schlafen gehen. Dass sich unsere Gefährten nicht mitten im... Genau, das wollte ich gerade sagen. Dass die mitten hier drin einschlafen. Naja, 24 Sekunden. Es war allerhöchste Zeit, dass wir das mal machen. Aber das Essen mitzuholen, ich glaube, das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. So, jetzt sind sie wieder da. Dann schnell in unser Zimmer, um ein paar Stündchen zu schlafen. Warum ist eigentlich die Tür zu? Naja, egal. So, dann schlafen wir mal 8 Stunden. Und dann geht's zurück zu den Leuten, die vor Trenzeg lagern, um ihnen Bescheid zu geben. Und die nächste Phase des Planes in Angriff zu nehmen. Genau. In Angriff zu nehmen ist, glaube ich, das richtige Wort. Gut. Es dürfte noch relativ früh sein, ja. Ist es auch. Aber wir haben ja auch noch einen kleinen Weg, den wir zurücklegen müssen. Von daher sollte es uns jetzt nicht so sehr stören, dass draußen noch dunkel ist.
Ich sehe mal wieder gar nichts. So, jetzt geht's. Ja, mussten wir, glaube ich, direkt nach Süden, oder? Wenn ich mich recht erinnere, ja. Sieht so aus. Wir verlassen Britain. Dann geht's erstmal nach Porth, denke ich. Wobei, wir können genauso gut wieder direkt nach Süden gehen, so wie wir es vorher gemacht haben, dass wir gar nicht nach Porth reingehen. Andererseits gab es in Porth doch auch Dings. Okay, erstmal Banditen. Reagenzien, wo wir abernten können. Und das war ja, glaube ich, auch nicht so wenig. Und die müssten wieder da sein. Dann wäre es vielleicht ganz gut, da noch kurz vorbeizugehen. Ja doch, wir gehen da kurz noch vorbei. Drüben ist noch einer. Hui. Da ist aber auch richtig was dabei. Kannst du es noch nehmen? Nee, kannst du nicht mehr nehmen. Dann sollst du Iolo nehmen. Sehr schön. Oh, eine Ratte. Da kreuzt doch einfach eine Ratte unseren Weg. Na gut, dann erstmal nach Porth rein. Und das war irgendwo hier im Süden, alles klar. Ich glaube mich zu erinnern. Und das jetzt nicht mitzunehmen, wäre doch ziemlich Verschwendung, wenn wir eh dran vorbeilaufen. Ja, hier war's. Und? Oh, warst du schon? Ne, da drüben ist auch nochmal was. Da ist nochmal einer, da ist nochmal einer. Hier ist noch einer. Und hier, das sieht man ja ganz gut zum Glück. Ja, und es hat sich, also das hat sich jetzt wirklich gelohnt, nochmal kurz hier vorbeizugehen. Ja, gut. Perfekt. So, dann geht's weiter nach Süden. Über die Brücke rüber. Ja, da können wir auch, das Blut muss wieder abernten. Das müsste ja auch wieder da sein. Drüben ist die Brücke. Und hier in der Nähe müssen sie ja sein. Ja, da sind sie auch schon. Und da müsste ja auch das Blutmoos sein. Ja, da vorne. Dann kommt es auch erst noch mit. So, hier nochmal. Da gibt es soweit nichts mehr, aber da drüben gab es noch was. Und natürlich an der Stelle hier noch. Sehr gut. Wie viel von dem haben wir denn jetzt hat? 44. Und von Ginseng
64. Jetzt ist doch gar nicht mal so schlecht. Da haben wir schon einiges zusammen. Sehr schön. Da ist Baden. Dann sagen wir dem Bescheid, dass alle Bescheid wissen. So, der Plan. Wir sollen die Rune der Ehre nehmen, zum Schrein gehen und ihn von den Energiefeldern Gargoyles befreien. Ist dies vollbracht, nehmt den Mondstein vom Schrein und eilt euch unentdeckt zur Mondpforte von Trinzig zu gelangen. Okay, den Mondpforte reparieren. Okay, das war mir auch klar. Dann können die Truppen, welche am Mondpforte vom Zorn stoßen, Kampf gegen die Gargoyles unterstützen. Das hört sich doch gut an. Ja, natürlich. Ja, natürlich werden wir das machen. Und wir treffen ihn bei der Mondpforte, alles klar. Hui, eine Black Potion haben wir gekriegt. Ich weiß gar nicht, was die macht. Könnte das sein, dass sie vielleicht Unsichtbarkeit macht? Das könnte sein. Befreie den Schrein der Ehre und nimm den Mondstein. Das haben wir vor. So, wo ist denn der Schrein? Der war, glaube ich, hier irgendwo. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Steht der irgendwo auf Trinzig und Umgebung drin? Nee. Nicht so wirklich. Na gut. Dann müssen wir mal schauen, dass wir den finden. Ich weiß es nämlich nur noch so ungefähr. Ach, davon ist noch mehr. Noch mehr Blutmoos. Ach, wie genial ist das denn? Die wollen wir natürlich auch alle noch mitnehmen. Und die Gargoyles dürfen uns natürlich nicht wiedersehen, das ist klar. Speichern wir nochmal. Dann schauen wir mal, ob er uns da irgendwie unbemerkt. Hey, noch mehr. Das sind ja richtige wahre Quellen von Blutmoos hier. Gefällt mir. Ist da noch was? Doch, da ist noch einer. Da ist noch mehr. Okay, dann haben wir da noch den nächstes Ding zum Abernten. Das ist sogar Ginseng ist nochmal dabei. Perfekt, da speichern wir nochmal. Und dann geht's weiter nach Süden. In der Hoffnung, dass man nicht irgendeiner. Hey, was ist das da oben? Nochmal Ginseng. Aber du gehst ja leider nicht hoch, oder wie? Doch, geh doch. Die kommen natürlich auch noch alle mal mit. Ich weiß, wir sollten eigentlich den Schrein befreien, aber so Ressourcen zu haben, ist nie verkehrt. Hallo? Ja, da geht er irgendwie nicht hin. Ja, da kommt er nicht hin, um das Ding zu abzuholen. Na ja, gut, dann halt nicht.
Aber da drüben gibt es ja noch mehr. Das ist ja richtig, richtig viel Zeug. Perfekt. Nochmal speichern und dann weiter zum Schrein. Ah, ich hoffe, wir finden den gleich. Ohne allzu große Probleme zu haben. Dann gibt es auch nochmal Blutmoos, aber das hole ich jetzt nicht. Wir sind jetzt gerade schon hier oben. Ja, also hier gibt es echt viel, viel Zeug. Oh. Okay, und ein Bär, der uns angreift. Na gut. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Gibt auch gut zu essen. Ja, hier kann man echt viel Zeug holen, das ist wahr. Also hier kann man öfters mal rumrennen, um Blutmoos und Ginseng sich zu krallen. Das sind gute Orte dafür. So, wo sind wir eigentlich genau? Was sagt unsere Karte? Ja, hier unten sind wir. Direkt westlich von Drinsig. Okay. Das heißt, der Schrein muss doch hier irgendwo in der Nähe sein. Vielleicht da oben? Nee, da ging es doch eigentlich. Das war doch eigentlich erst beim Dungeon, wo es hier war. Und nicht zum Schrein. Oh, und ein paar Banditen noch. So, jetzt noch da drüben. Zwei Leute. Und hier. Gut. So, dann plündern wir die alle noch. Trash, Trash brauchen wir nicht, aber Gold nehmen wir natürlich mit. Die Stiefel nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Und da haben wir ja auch noch ist einige Leute, wo war Gold. Was ist damit? Die Stiefel sind meistens immer richtig gut. Ja, ich glaube, das war's auch. So, aber jetzt schauen wir nochmal hier. Da ist nämlich noch eine Truhe. Irgendwo hieß es auch, dass da noch eine Falle wäre. Den brauchen wir nicht, aber das da kommt doch ganz... Da kommt mit. Weltkarte braucht man nicht. Speichern wir nochmal. Und dann schauen wir uns diese Truhe an. Versuchen die Falle zu entschärfen. Nicht entschärft. Probieren wir es nochmal. Ja, klasse. Die ist weiterhin nicht entschärft. Magisch verschlossen. Hat es sie nicht irgendwas mit? Genau. Ich hab's doch gerade gemacht. War ich vielleicht zu früh dran? Hm. Ja, okay. So, was war... Ui, Gold. Viel, viel Gold. Ein Amulett, das richtig gut aussieht. Sollen wir unser Ankh ablegen und das Ding mitnehmen? Und ein Dings von Protection.
Andererseits, er ist ja auch ein guter Kämpfer. Ich glaube, er kriegt es dann mal. Er ist ja auch unser Nahkämpfer eigentlich. So. Hui, 25, das ist ja richtig klasse. Okay. Das hat sich gelohnt. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise hier. Warte mal. Da sprechen wir doch noch einen Heilzauber auf uns. Perfekt. So, dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter. Dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge dann. Tschüss.